Hallo Detlef. Hallo Marie. Ich möchte dich gerne einfach fragen, was ist es, was du so machst? Du bist Kunststylist. Das ist richtig. Was ist denn das? Das ist die typische Frage, die immer wieder kommt. Das erlebe ich eigentlich immer, wenn ich mich vorstelle und sage, hey, ich bin Kunststylist. Genau. Aber das ist auch das, was ich eigentlich mit diesem Namen, mit dieser Marke erreichen wollte. Kunststylist ist sehr vielfältig. Ein Kunststylist ist jemand, der den Kunden individuell berät im Bereich Kunst, wobei Kunst unglaublich vielfältig ist. Und ich habe mir, bevor ich dieses Unternehmen gegründet habe, bevor ich diese Marke quasi ins Leben gerufen habe, habe ich mir Gedanken gemacht, wie funktioniert der Kunstmarkt. Und ich habe festgestellt, dass viele, viele Künstler, oder ich sage mal die meisten Künstler, haben ein Riesenproblem. Die haben ganz tolle Kunst, tolle Bilder, tolle Skulpturen, haben Dachboden vollstehen, haben die Räumlichkeiten vollstehen, haben aber ein Problem, das wirklich an den Kunden zu bringen. Weil ein normaler Künstler, sag ich mal, Schwierigkeiten hat, an den Endkunden ranzukommen. Und da ist mir halt aufgefallen, Mensch, wenn die so ein Problem haben, warum machen die das nicht einfach über eine Galerie? Und daraufhin habe ich mir viele Galerien angeguckt. Mittlerweile sind es hunderte international. Ja, ich bin sehr, sehr viel gereist in den letzten Jahren. Und habe festgestellt, Mensch, auch Galerien haben sehr häufig, nicht alle, aber sehr häufig ein ähnliches Problem. Denn eine Galerie kann einen Kunden meiner Ansicht nach nicht individuell beraten, weil dieser kurze Moment, wo der Kunde in der Galerie ist, da kann ich nicht viel über den Kunden erfahren. Und genau das ist mein Thema. Ich möchte feststellen, was ist das für ein Mensch? Was hat er für einen Stil? Was hat er für einen Lebensstil? Was hat er für einen Geschmack? Was hat er für Hobbys? Was ist das für ein Mensch? Wie denkt er? Und was auch ganz wichtig ist, sind die Räumlichkeiten, in denen dieser Mensch lebt. Da geht es vom Privatleben über Berufsleben, gewerbliche Räume. Also wichtig ist, das zusammenzubringen. Das heißt, dass der Mensch sich dann auch mit diesem Kunst gut identifizieren kann, dass das ihn auch gut repräsentiert, weil du hast gerade über geschäftlichen Räumlichkeiten zum Beispiel gesprochen. Arbeitest du da auch mit Unternehmen? Wenn ich ein gewerbliches Unternehmen nehme, dabei kommt es nicht darauf an, ob es jetzt eine Arztpraxis ist, eine Rechtsanwaltskanzlei, ob es ein Restaurant, Hotel ist, was auch immer. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Auch letztens war ich noch bei einem Architekten, der hatte dasselbe Thema. Bleiben wir mal bei dem Architekten. Dieser Architekt, mit dem habe ich mich sehr lange unterhalten und er wusste nur, er wollte was neu machen, was neu gestalten, aber er wusste nicht was. Und dann kam nachher raus, dieser Architekt hatte einen sehr intensiven Bezug zu alter Industrie. Das heißt, er wohnt in einem topmodernen Haus, aber in der Nähe war alte Industrie. Und er wollte ganz gern diese Industrie quasi in seine Büros reinholen. Und da war er halt überfragt, weil er nicht wusste, wo bekommt man sowas. Wir haben uns lange darüber unterhalten. Ich bin dann unterwegs gewesen, habe die passenden Objekte gefunden, meiner Ansicht nach, habe ihm die gezeigt und er war total begeistert. Er sagte sofort, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Ich wusste nur nicht, dass es das gibt. Genau das ist eigentlich mein Ziel, dass ich diesen Wow-Effekt habe. Ja. Und nicht nur für meine Kunden, sprich die Unternehmer, sondern es geht noch viel weiter. Mir ist es wichtig, dass der Kunde, der dorthin kommt, zu meinen Kunden, eine gewisse Wertschätzung erfährt. Dass er sich wohlfühlt, dass der Kunde in die Räumlichkeiten reinkommt und sagt, Mensch, das ist toll. Die Kunst ist da, die Kunst verändert den Raum. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn sie nicht sofort auf Anhieb als Kunst empfunden wird, aber man merkt, die Atmosphäre ist eine andere. Ich finde auch, dass das Thema Mitarbeiter immer wichtiger wird. Mitarbeiter waren früher schon immer wichtig, gar keine Frage. Die Mitarbeiter sind das Herz des Unternehmens, aber aufgrund des Fachkräftemangels wird es in Zukunft noch viel, viel wichtiger, die Mitarbeiter für mich, für mein Unternehmen zu motivieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass heute das Thema, das, was in meinem Büro, in meinen Räumlichkeiten stattfindet, ganz, ganz wichtig ist. Auch hier ein ganz kurzes Beispiel. Ja, gerne. Ich kenne einen Unternehmer, der ist selber Kunstsammler. Was mir aufgefallen ist, dass diese Mitarbeiter im Privatkreis, auf einer Geburtstagsparty, auf einer Silvesterparty, erzählen die, wie toll die Kunst ist. So, und da sage ich mir einfach, Mensch, wie toll ist das für einen Mitarbeiter, wenn er begeistert von seinem Arbeitsplatz erzählt. Was will ich als Chef, als Unternehmer mehr erreichen, als dass meine Mitarbeiter wirklich Werbung für mich machen und sagen, wie toll ist es. Also besser motivierte Mitarbeiter kann ich kaum bekommen. Ja, schön, ja. Du sprichst von einer 360-Grad-Beratung. Als ich jahrelang unterwegs war, also in Summe habe ich zweieinhalb Jahre, bin ich viel unterwegs gewesen im Bereich Kunst. Und da habe ich halt nicht nur das Thema gesehen,
wie stehen die Künstler da und die Galerien, sondern mir ist etwas anderes noch aufgefallen, dass es noch viel mehr Themen gibt, wenn ich mich für Kunst interessiere und Kunst anschaffen möchte, aus welchen Motiven immer, auch immer heraus das sein mag. Beispielsweise für Unternehmen. Wie kann ich das bilanzneutral machen, sprich mit Leasing, mit Finanzierung? Mhm. Das kann ja durchaus für ein gewerbliches Unternehmen viel, viel interessanter sein. Oder wie sieht das aus mit Versicherungen? Wie ist das versichert? Ist das über die betriebshaftlich mitversichert? Ist das über die Hausratversicherung mitversichert? Brauche ich eine Kunstversicherung? Und da ist es schwer für den Endverbraucher bzw. für meine Kunden, den passenden Ansprechpartner zu finden. Ja. Und da unterstütze ich, weil ich halt mit entsprechenden Versicherungen zusammenarbeite und unabhängig beraten kann. Das heißt, aber du kannst dich auf ein Netzwerk von verschiedenen absolut. Beratern und Fachleuten... Ganz genau. Ich habe ein riesiges ja. Netzwerk von, ich sag mal, Beispiel hatten wir jetzt gerade mit Versicherungen, aber es geht weiter über Kunstsachverständige oder Auktionen, dass ich dort halt etwas hinliefern kann. Es geht weiter über Kunsthistoriker, Restauratoren und so weiter. Das heißt also, ich kann das ganze Thema abdecken. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit Kunst, die man leasen kann. Mhm. Es gibt einige wenige Banken, die das in ihrem Portfolio mit anbieten. Hier habe ich die Kontakte. Ich kann halt mit diesen Banken quasi den Kontakt herstellen, damit die Kunstobjekte geleast werden. Schön, also sehr umfangreich. Das heißt, du kannst wirklich absolut. Den Leuten zu allen Themen rundherum, also rund um dieses Thema ja. Beraten. Mhm. Ich bekam gestern Morgen einen Anruf von jemandem, der kam aus Hamburg. Der hat eine Entrümpelung vorgenommen von einem Bauernhaus von 1720 und hat da sehr viele Kunstschätze gefunden, die er aber nicht beurteilen kann. Und hat beim An- und Verkauf nachgefragt, hat beim Antiquitätenhändler nachgefragt und die haben sofort gesagt, um Gottes Willen, nein, das ist scheinbar was sehr, sehr Wertvolles, wir kennen uns damit nicht aus, wir steigen da nicht ein. Er rief mich an und das ist natürlich ein super Thema, wo ich ihm weiterhelfen kann durch mein Netzwerk. Mhm. Das heißt, durch die Sachverständigen, die ich habe, Kunsthistoriker, kann ich relativ einfach diese Kontakte knüpfen, um dann erstmal festzustellen, worüber reden wir? Sind diese Objekte wirklich wertvoll oder nicht? Mhm. Und wenn wir feststellen, hey, die sind doch viel wert, dann kann man gemeinsam überlegen, was man damit macht. Ja. Unter Umständen kann es das Ziel sein, dass man diese Objekte auf eine Auktion bringt. Mhm. Also das ist das Thema 360 Grad ja. von Versicherung über Leasing, über Mieten bis hin zu Sachverständigen, Restauratoren. Also ich kann da auf mein Netzwerk zurückgreifen und dem Kunden wirklich umfassend helfen. Wie wird man Kunststylist? Ich komme eigentlich gar nicht aus dieser Thematik. Ich habe mal im Mobilfunk gearbeitet, war dort sozusagen Spezialist für das Thema Machine-to-Machine-Kommunikation. Heute sagt man Industrie 4.0 und so weiter. Mhm. Ich habe sehr, sehr gerne gemacht und das auch ja, quasi über Jahrzehnte. Habe große Unternehmen beratet, also DAX-Konzerne und dergleichen. Mhm. Und das Problem war aber, dass es immer mehr und mehr und mehr wurde. Und ich wollte irgendwann aus diesem Hamsterrad raus. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann gesagt, so Schlussstrich, Feierabend, ich steige jetzt aktiv aus meinem Berufsleben aus. Mutig. Und wollte, ja natürlich ist das mutig, aber ich war sehr, also ich bin grundsätzlich sehr positiv, deshalb hatte ich nicht diese Bedenken. Schön. Ich habe diese Zeit genutzt und habe gesagt, Mensch, jetzt will ich erstmal mein Privatleben wieder haben und bin sehr viel gereist. Durch diese Reisetätigkeiten haben wir natürlich auch mal ein Museum auf der Tagesliste gehabt oder irgendwelche Events, Vernissagen und dergleichen. Und da habe ich halt festgestellt, hey, das ist super interessant, das Thema. Ich muss sagen, ich habe meine Liebe zur Kunst entdeckt und das ist einfach traumhaft schön. Du hast gesagt, du reist dann sehr viel. Mhm. Das heißt, du könntest mir irgendwie einen Tipp geben von einem Künstler, den man hier in Deutschland gar nicht kennt. Was für ein großes Netzwerk hast du da Zugang? Ja, ich bin international unterwegs. Und das heißt, ich schaue mir natürlich auch Messen an, ob das jetzt in Basel ist oder ob das in Zürich ist oder ob Amsterdam, Rotterdam und so weiter. Ich bin überall unterwegs. Mhm. Es gibt sensationelle Künstler, die international sehr renommiert sind, sehr bekannt sind, sehr erfolgreich sind, die es aber in Deutschland kaum zu finden gibt. Okay. Gerade das Thema Skulpturen beispielsweise hat es mir persönlich angetan. Es gibt traumhaft schöne Skulpturen, egal welche Größe, von ganz klein bis riesig groß, mehrere Meter hoch, aus vielen verschiedenen Materialien, von Glas über Bronze, Edelstahl bis hin zu Keramik und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele ganz tolle Sachen, aber hier in Deutschland ist die Auswahl, ich sag mal, relativ begrenzt. Hast du auch Kontakte übersee? Es gibt einige Galerien. Ich suche immer die schönsten Galerien raus, die wirklich sehr, sehr interessante Künstler haben und die arbeiten dann mit Künstlern beispielsweise aus Amerika zusammen.
beispielsweise aus Brasilien zusammen. Mhm. Oder jetzt habe ich einen tollen Galeristen kennengelernt in Zürich, der Exklusivrechte hat für einige Künstler aus Kuba beispielsweise. Und gerade Kuba ist ein Thema, mhm. es sind traumhafte Künstler auch dort, mhm. aber dort waren halt die Grenzen. Zu in den letzten Jahrzehnten. Die haben sich jetzt geöffnet und jetzt wird dieser Kunstmarkt entdeckt. Was ist Kunst für dich? Da kann man keine konkrete Antwort drauf geben, weil Kunst für jeden anders gesehen wird. Ja. Es gibt Kunstobjekte, ich stehe davor und kriege eine Gänsehaut, weil diese Kunst auf mich wirkt. Mhm. Und genau das habe ich von vielen Kunden mittlerweile auch gehört, dass sie sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, das Bild springt mich an oder ich habe das Gefühl, ich kann da reingehen in dieses Bild. Kunst verändert den Raum. Kunst verändert nicht nur den Raum, sondern diese ganze Atmosphäre. Ein Wohlfühlgefühl. Immer unter dem Aspekt, es muss passen. Es muss zum Menschen passen, es muss zum Raum passen. Aber Kunst kann ganz, ganz viel bewegen, kann Emotionen reinbringen in einen, ich sag mal, sonst neutralen Raum. Aber individuell, das heißt, für jeden bedeutet Kunst etwas anderes. Genau. Und da kommst du ins Spiel, dass du das ganz individuell berätst. Deshalb führe ich auch diese intensiven Gespräche, um den Menschen, der mir gegenüber sitzt, erstmal zu verstehen. Ja. Zu verstehen, welchen Stil er hat. Und da sind wir wieder beim Thema Kunststylist. Ja.